Ja, hallo zusammen. Wir stehen hier gerade an der Ludwig-Erhard-Straße auf der internationalen Großdemonstration hier in Hamburg gegen den G20-Gipfel, der heute am zweiten Tag stattfindet. Die Polizei hat hinter uns gerade einen Teil der Demonstration angegriffen. Es war ein Block aus dem antiimperialistischen Spektrum, der hier mit vielen roten Hammer- und Sichelfahnen unterwegs war. Die Polizei ist dann aufmarschiert und hat ohne Vorwarnung, ohne Ankündigung hier den Block angegriffen. Es ist aus Seiten von dem Block aus vorher keinerlei Eskalation passiert. Die Demonstrantinnen und Demonstranten wurden hier abgedrängt in die Seitenstraße und dort werden wahrscheinlich jetzt die Personalien festgestellt. Also wir standen direkt daneben und können sagen, dass hier demonstriert wurde und die Polizei diesen Block angegriffen hat.